So, hi Leute, nächste Folge Retro Unboxing für all meine Retro Liebhaber Art hier. Heute haben wir die PS2 da von Sony. Werde ich das Unboxing gleich machen dazu und euch noch ein paar Sachen erzählen zu der Konsole. Alles gleich nach dem Intro. Piu! So, die PS2 von Sony, endlich die meistverkaufte Konsole auf der ganzen Welt mit über 150 Millionen Stück weltweit verkauft. Was gibt es zur PS2 zu sagen? Ja, ist die 6. Konsolengeneration allgemein, die 2. Konsolengeneration von Sony, ist in Japan 4. März 2000 rausgekommen, in den USA 26. Oktober und in Europa 24. November. Wie gesagt, 157 Millionen Stück weltweit verkauft. Und GTA San Andreas war das beliebteste Spiel auf der PS2, beziehungsweise das meistverkaufte Spiel. Ja, kurzes Statement halt zum Prozessor, ist ein 294 MHz getakteter Prozessor. Die PS2 kam in mehreren Ausführungen raus, sieht man dann immer auf der Konsole und auf VP genau, welche Konsole es ist. Kam dann auch in einer Slim-Version raus und ganz wichtig, kam auch in mehreren Ausführungen raus, und zwar zum Beispiel in einem Racing Park in Weiß. Und dazu mache ich auch ein Unboxing, gebe ich in die Beschreibung, könnt ihr euch gerne anschauen. Passt, Leute! Also, das ist der Karton von oben, mit ein bisschen was an Schrift da unten, mit Receiver, Remote Control, dann DVD-RW-Laufwerk, das heißt, auch für gebrannte CDs konnte man es verwenden. Ja, leiser Betrieb, bla bla bla. Und hier haben wir nochmal schön das PS2-Logo. Nicht mehr so tadelloser Zustand, wie man hier sieht, ein bisschen was an Kratzern. Aber das macht nichts. In allgemein ist es ein guter Zustand, finde ich. Habe ich, wenn mich jemand fragt, wo ich die Sachen gekauft habe, die PS2 genau habe ich auf Willhaben gekauft, einer österreichischen Verkaufsseite. Sonst kaufe ich die Sachen öfters auf Willhaben, ab und zu auch auf eBay. Wie zum Beispiel die weiße Edition, also die Racing Park Edition von der PS2, wo ich auch ein Unboxing dazu gemacht habe. Die habe ich auf eBay gekauft, die weiße. Die aber speziell habe ich jetzt auf Willhaben gekauft, einer, wie gesagt, österreichischen Spieleseite. Ja, was ist drinnen? Es ist die PS2 drinnen, der Controller, Netzkabel, dann das Fernsehkabel, die Demo-Disc und Clinchen AV-Stecker. Und hier sieht man eben, welche Konsole es ist. Es ist die SCPH 5004 PAL-Version. Es gab auch NTSC-Versionen, die zum Beispiel in Japan rauskamen, eben auch in den USA. Jo, das ist der Karton von links. Ja, nichts Spezielles wieder, dieser leise Betrieb, bla bla bla, DVD-Laufwerk, was auch immer. Dann von rechts nochmal der Karton. Auch wieder das gleiche Bild. Ja, PS2, da, bla bla bla. Nichts Spezielles. Hier hinten haben wir ein bisschen was Interessanteres. Und zwar hier haben wir zum Beispiel die Spielausschnitte von einzelnen Spielen. Primal Metal Gear Solid 2, Bombenspiel. SOCOM, Dogs Life, MotoGP Driver 3, Shinobi. Und hier noch ein bisschen was an Text in Englisch, in Französisch und in Deutsch. Da sehen wir es nochmal in Deutsch. Ja, werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube, das sollte immer bekannt sein, was da alles immer steht. Hier ist jetzt eben noch ein bisschen was angeführt an dem Zubehör, also einem PS2-Controller kann man sich noch extra dazu kaufen, ist klar, mit ganz neuen Analog-Sticks, dann eben die Memory Card, Fernbedienung und so weiter, ein Standfuß kann man sich auch dazu holen. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen für die PS2, kann ich nur empfehlen, sich die PS2 zu holen. Die PS2 ist die erste Konsole gewesen, die ich mal von meinem eigenen Geld gekauft habe. Also da ist auch ein bisschen was an Erinnerung. Da zwar nicht die PS2 Fat Edition, also die dicke, sondern die dünne, die Slim Edition, die habe ich mir damals von meinem eigenen ersten Geld gekauft. Also ist da ein bisschen auch was an Erinnerung drinnen. Passt, Leute. Gut, dann machen wir es mal auf. Und zwar macht man es hier auf. Siegel ist schon gebrochen, natürlich, ist eh klar, weil eben eine alte Konsole ist. Ne? So, machen wir gleich mal auf. Was sehen wir hier? Leute, das müsst ihr. Das dürft ihr nicht vergessen, ja? Gut. So, was sehen wir gleich hier mal? Da ist der Controller. Was haben wir hier? Gebe ich mal zur Seite. Hier haben wir mal das Fernsehkabel. Ja, berühmtes PS2. Fernsehkabel ist auch für die PS1 geeignet, für die PS3 auch geeignet. Pinschenstecker, rot, gelb, weiß. Sollte jedem bekannt sein, nichts Spezielles eigentlich jetzt. Gut, passt. Das nächste, was uns erwartet, ist die
das Stromkabel. Auch nichts Spezielles, ja, Strom und zu der Konsole. Die Konsole hat ein verbautes Netzteil, das heißt kein Netzteil außerhalb bei der Slim-Version, war es so, dass es eben auch das Netzteil außerhalb verbaut war, dadurch könnte man Platz sparen. Hier ist es eben in der Konsole drinnen, nimmt ein bisschen was am Platz ein, macht aber nichts. Gut, hier haben wir den AV-Stecker zum Befestigen im Fernseher und eben an den drei Steckern von dem Fernsehkabel. Jo. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz was Feinem hier, und zwar dem PS2-Controller. Yeah! Ein echt feines Stück, muss ich euch sagen, Leute. Vor allem der Analogstick ist vom Weg, also wird bis jetzt noch immer verwendet. Es war damals zuerst in der N64-Konsole gewesen, aber hier eben auch verbaut in dem PS2-Controller. Und echt schöner Zustand, schaut echt bombig aus. Analogsticks funktionieren noch perfekt. Boah, wie die schön in die Ausgangsstellung reingehen. Das hätte fast man damit nicht gespielt. Jo, ja, X, Quadratkreis, Dreiecktasten, Analogsticks eben, Steuerkreuz, die Schultertasten. Es ist eben ein DualShock 2 Controller, das heißt, er hat Rumble Feature, was bei dem dritten Controller, also der dritten Generation, dem Six Axis nicht mehr der Fall war, weil es da gab so irgendwie Rechtsstreitigkeiten mit Sony und bla bla bla, deswegen hat es kein Rumble Feature bei der PS3, die ersten Controller erst dann in späterer Folge, aber dem war ja eben gleich von Anfang an verbaut und konnte eben vibrieren. Gut, ja, normaler Anstecker kann man auch verwenden für die PS1, für die PS3 nicht mehr, da ging nur mehr kabelloser Controller, und für die PS4 halt eben auch nicht. Gut, dann schauen wir weiter in den Karton, was uns dann noch weiteres erwartet. Und gleich einmal vorweg, das ist die Konsole. Hier haben wir noch ein bisschen was an Zettelwerk. Und haben wir da noch irgendwas drinnen? Ja, wir haben sogar noch was drin, und zwar ein, zwei Folder, was ich da jetzt so sehe. Die nehmen wir sich jetzt mal raus. Da schauen wir sich ein bisschen genauer an. Die Konsole gehen wir wieder zur Seite. Und da ein bisschen das Zettelwerk anzugucken. Zoome ich ein bisschen ran. Ja, irgendein Controller, Fun Anyone, PlayStation 2. Bla bla bla, weiß nicht, FC Bayern München, ja gut. Dann ja 007. Oh, Need for Speed Underground. Bombenspiel habe ich Tage gesüchtelt. Durchgehend. Na, durchgehend nicht, aber schon sehr viel gespielt. GTA 3, super Spiel. Vice City auch, Bombenspiel. Habe ich auch mehrmals gespielt. Ja, das ist so ein kleiner Folder. Was haben wir hier drinnen? Hier ist es sogar noch original versiegelt. Das werde ich jetzt nicht aufmachen, aber wie man sieht, ist hier drinnen die ganzen Beschreibungen. Und auch hier kann man es gleich sehen, die Demo-Disc. So, da ist die Demo-Disc. Jo. Werde ich jetzt nicht rausnehmen, damit ich es nicht aufreiße. Nicht unnötig. Aber hier haben wir noch ein bisschen was an Foldern. Auch News 2000, weil es eben 2000 rausgekommen ist. Was gibt es da so an News, an Neuigkeiten? Ja, Controller, weiß ich alles, was da für Neuigkeiten gibt. Irgendwelche Spiele. Fürs Abo konnte man sich auch anmelden, wie beim Nintendo Club. Yo, nice, Leute. Das wäre mal die alles bis auf die Konsole. Und die Konsole verbirgt sich hier drinnen. Dum, dum, dum. Das nehmen wir mal raus, das brauchen wir nicht. Ich lege es mal so zur Seite, damit wir das gut rausbekommen. So. Nur stecken darf es nicht bleiben, gell? So. Und wieder was Feines. Hier haben wir. Bitte, 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 gell? So. Und die OVP geben wir mal zur Seite. Und hier ist die Konsole im Styropor in LA. Gehen wir nochmal drauf. Ja, kann man sehen. Ist ein schönes Stück. Styropor in LA, gehen wir weg. Gehen wir weg. Und schauen wir uns mal die Konsole an. Ist das nicht eine Schönheit, sage ich euch. Ja, das haben wir gern. Gerne PS2, wunderschön. Ein bisschen was an Kratzern, leider. Aber das soll uns den Spielspaß, glaube ich, nicht verderben. So, was gibt es zur PS2-Konsole zu sagen? Es ist
eine Konsole mit einem Laufwerk, mit einem CD-Laufwerk, das wir hier drinnen haben. Und ganz cool, bei der PS2 konnte man dieses Logo verstellen. Das heißt, wenn man es aufstellt, wäre es dann eben so. Da sieht man es eben, wenn es aufgestellt wäre, dann wäre das PS2-Logo eben so. Wenn man es hinlegt, dann eben so. Nettes kleines Feature, weiß nicht jeder. Ich habe es erst bei der PS3-Konsole entdeckt, dass man das machen konnte. On-Off-Button, Reset-Button, Lüftungsschlitze. Ja, ganz neu, bei der PS1 gar nicht vorhanden. USB-Anschluss. Finde ich jetzt nicht so optimal gelöst, die Front, weil das, soll ich sagen, nicht so schön ausschaut. Aber ja, ich will jetzt nicht mauschern. Hier der Einschub für die Memory Cards. Hier die Ansteckplätze für die Controller. Und was haben wir hier noch? Ja, die Rückseite schauen wir uns auch mal an. Ein bisschen verdreckt, ja. Leider so, dass die PS2-Konsole eben eine Konsole war mit einem Lüfter. Das heißt, sie hat auch Staub angezogen und das war jetzt nicht so das Optimalste. Aber nichtsdestotrotz ist es eine coole Konsole auf jeden Fall. Hier der Optikeingang fürs Audio, hier eben fürs Fernsehkabel. Anschluss für den Strom, ein Ausschalter, nichts Spezielles. Hier noch das Siegel, falls man Garantie noch haben möchte, dann muss das Siegel eben intakt sein. Expansion Bay, da konnte man ein bisschen was an Zubehör anstecken. Jo, dann nochmal von hinten, oder besser gesagt von unten. Ja, auf jeden Fall eine schöne Konsole, habe ich viel drauf gespielt. Nicht jetzt unbedingt auf der dicken, also auf die hier, auf der PS2 Fat, sondern auf der Slim Version. Jo Leute, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen zur PS2 in der normalen Fat Edition in Schwarz. Ich habe noch ein zweites Video, die PS2 in der weißen Edition, Racing Park aus Japan. Schaut euch das auch noch unbedingt an. Ich werde es in die Beschreibung reintun. Ich danke fürs Zusehen und viertag!